zwei Thesen oder vielleicht besser Schlüsselerkenntnisse hier sind. A. Konservative Männer und Frauen werden vom anderen Geschlecht optisch als attraktiver wahrgenommen. Und B. Liberale Frauen haben es schwer, einen Mann mit maskulinen Attributen zu finden, der nicht konservativ ist. Wobei ich eigentlich den Begriff traditionell oder besser noch archetypisch lieber mag, aber ich denke mal, jeder weiß schon, was gemeint ist. Studie Nummer 1. Konservative Politikerinnen wirken auf Bildern tendenziell glücklicher und attraktiver als liberale Politikerinnen, hat eine in Dänemark durchgeführte KI-Studie herausgefunden. Und die Genauigkeit dieser Studie hier, die beläuft sich auf aussagekräftige 61%. Also man hat hier künstliche Intelligenz genommen und die wurde mit mehreren tausend Gesichtern von politischen Kandidaten gefüttert. Und besonders bei den Frauen wurden eben höhere Attraktivitätswerte bei jenen festgestellt, die das Modell als konservativ einschätzte. Hier steht dann noch, dass auch linksgerichtete männliche Politiker neutrale und weniger glückliche Gesichter zeigten und dass der Ausdruck von Glück bei beiden Geschlechtern mit Konservatismus verbunden ist. Ja, also wie gesagt, das mag für den einen oder anderen überraschend oder vielleicht auch unbequem sein, was hier zutage kommt, ist aber in letzter Hinsicht völlig logisch. Und man hat hier, ich kann mich da erinnern, auch schon früher haufenweise Studien durchgeführt, die zum selben Ergebnis führten. Das Ganze ist überhaupt nicht verwunderlich, denn das liberale Milieu, das vertritt ja eher eine Art Schwächekult und nicht selten auch ungesunde bzw. schädliche Gewohnheiten sowie Sittenverlust. Und ja, dass Schwäche sowie Ungesundes unattraktiv wirken muss, also ich denke mal, das dürfte wohl jedem einleuchten. Ich habe dieses Thema auch in meinem Video über evolutionäre Ästhetik auseinandergenommen. Guck dir das gern mal an, falls du es noch nicht gesehen hast. So, die nächste Studie. Starke Männer werden als konservativer wahrgenommen. Es funktioniert also, wie du siehst, auch andersherum. Laut einer Studie wurden Männer mit größerer Oberkörperkraft als eher rechtsgerichtet angesehen, was Experten mit ihrer, jetzt kommt's, gesteigerten Wettbewerbsfähigkeit in Verbindung bringen. Es besteht eine konsistente Wahrnehmung, dass körperlich starke Männer im Vergleich zu körperlich schwachen Männern konservative Ansichten vertreten. So der Studienautor sowieso. Hier hat man hunderte von Studenten analysiert und den Zusammenhang zwischen Körperbau und eben der politischen Orientierung herausgefunden. Die Teilnehmer mussten die Ideologie, das Einkommen sowie die Moral von 8 Männern erraten, die man ihnen präsentierte. Und ja, das Resultat, das förderte eben genau das zutage, nämlich, dass starke Männer, so steht's hier, Strategien verfolgen, um durch fairen Wettbewerb sowie Hierarchiedenken Ressourcen und Status zu erlangen. Ja, genauso wie es die Natur eben vorsieht, könnte man sagen, und wodurch letztendlich alle profitieren würden. Schwächere Männer hingegen, die haben naturgemäß ein Problem mit fairem Wettbewerb und sie engagieren sich natürlich eher für eine gesellschaftliche Nivellierung nach unten, eine Sozialisierung also.